Hallo Leute, willkommen bei Milchbauer in Südamerika, einem LS19 Let's Play. Dies ist Teil 23. Ja, ich habe das ganze Konglomerat jetzt nochmal verschoben und das letzte Teil, das letzte Förderband hier auch noch angeschlossen. Das musste ich auch ankuppeln, sonst lief das nicht vom Mittelstück zu diesem Endstück. Ja, ich hoffe, dass es jetzt eine Weile fördert. Und jetzt fahre ich mal mit dem Güllefass zum Hof. Und da ich ja das Gras noch nicht abgesammelt habe, werde ich jetzt noch nicht düngen. Sonst ist ja das ganze Gras, das frisch geerntete Gras, total voll Gülle. Uah. Er ist ja keine Gülle, aber Gärreste. Wahrscheinlich ist das relativ ähnlich wie Gülle. Stinkt bestimmt auch. Wenn ich mir hier das Spektakel so anschaue, dann denke ich, ich sollte vielleicht immer nur noch in dem Silo da in diesem, also nicht in dem, wo ich jetzt gerade durchfahre, sondern in dem, wo ich gerade die Silage raushole, die Silage machen, weil das hier näher an der Ausgabestelle ist. Sonst brauche ich womöglich noch ein Zwischenstück und dann wird das noch aufwendiger mit dem Förderbandsystem. Ich hatte mir eigentlich eine deutliche Arbeitserleichterung davon erhofft. Es ist halt eine neue Kompliziertheit dazugekommen. So. Ja, da steht das vielleicht nicht so gut. Ah, ich könnte das hier in dieses Silo stellen. Da stört es nicht. Okay. Und jetzt bringe ich den hier erstmal in den Unterstand. Für heute gut und genug gearbeitet. Schön putzen. Obwohl, den Schwader werde ich wohl schon noch heute brauchen. Denn wenn ich Heu gemacht habe, dann liegt das ja überall verstreut rum, das Heu. Und dann macht es schon Sinn, da mal drüber zu schwaden. Dann wird er danach geputzt, der Schwader. So. Aber der Trecker kann jetzt erstmal in die Pause gehen. So, jetzt hüpfe ich mal zur BGA. Ah, hier die Kühe. Ach, sieht ganz gut aus. Oh, hier habe ich auch 8000 Liter Gülle. Die kann ich dann ja auch mal aus dem Gülletank holen und damit auch düngen. Immerhin habe ich jetzt ja einen Güllewagen. Und 5000 Liter Milch. So spätestens morgen sollte ich die mal abtransportieren. Es gibt echt viel zu tun heute. So, jetzt hüpfe ich mal hier hin. Oh, es läuft noch. Gut. Das finde ich auch gut, dass das weitergeht, selbst wenn man gerade weggefahren ist. Ja, das läuft aber nicht mehr lange. Oh, es wird gerade leer. Okay, da kann ich ja einfach schon mal
losfahren. So. Okay. Jetzt in dies rein. Das wird dann schon knapp. So. Jawohl. Ich denke mal, ich kuppel die dann erstmal auseinander. Welches bin ich denn jetzt? Warum kann ich jetzt nicht fahren? Ah, das ist wieder das Problem, dass die Räder in der Luft sind. Und das ist wohl der Fall, weil... Ja. Weil das Große da noch irgendwie so drunter geklemmt ist. Na gut, dann versuche ich euch zusammengekoppelt rumzufahren. So. Schwierig. Also, abkoppeln. Wegfahren. Jetzt müsste es dann gehen. So. Jetzt hängen wir hier fest. Nein, doch nicht. So. Ja, vielleicht müssen wir jetzt hier auch ankoppeln. Damit da was... Ah, es fließt. Okay. Gut. Koppeln. Ah, toll, jetzt haben die Verbindung verloren. Ja, dann muss ich die alle wieder nachjustieren und dieses hier muss ich jetzt ausfahren. So. Läuft es wieder? Nein. Sieht nur so aus. Ein Stückchen zurück. Jetzt geht's. Und dann muss das hier auch ein Stückchen zurück. Das heißt, ich muss mir merken, dass ich da eigentlich weiter reinfahren muss, als ich es später haben will. Weil bei diesem ganzen Rumgekoppel geht dann doch einiges verloren. Also ich muss dann am Schluss nochmal zurücksetzen. Aber es läuft jetzt wieder. Und etwa die Hälfte haben wir ja auch schon geschafft. Das ist aber auch nervig. Ein bisschen nervig. Okay. Jetzt schnappe ich mir mal den Ladewagen. Obwohl ich da natürlich jetzt erstmal nur eine Fuge machen kann. Aber eine Fuge ist besser als keine Fuge. Oder... Vielleicht sollte ich besser mähen und Heu machen. Denn wenn dann der Ladewagen frei ist, also wenn ich schneller bin als das Förderbandsystem, dann kann ich schon Heu ins Heulager packen. Und es geht nicht, wenn im Ladewagen das Gras für den Silo ist. So.
Okay. Jetzt alles schön anschalten. Ach, der war noch in Arbeitsstellung. Na gut. So. Gut. Los geht's. Dann muss ich da auch gleich wieder rüber hüpfen. Für die nächste Runde Förderband. Da muss ich echt mal drüber nachdenken, wie ich das hinkriegen kann, dass ich das in, sagen wir mal, vielleicht zwei Arbeitsgängen ausgelernt kriege und nicht fünf, sechs Mal nachjustieren muss. Ein steileres Silo wäre schon eine Lösung. Also höher. Dann wäre es nach hinten raus nicht so lang. Da käme dann wieder das Schiebeschild zur Diskussion und der stärkere Trecker, den ich dafür brauche. So. Ja, ich denke da gerade drüber nach, wie ich da höhere Haufen anliefern kann. Dazu müsste ich dann wahrscheinlich mit dem Ladewagen auch eher rückwärts hinfahren und dort einen höheren Haufen hinterlassen. Aber das geht dann nicht mehr so mit drüber und durchfahren und so. Und dann zetere ich wieder rum, weil es so schwierig ist, mit dem Ladewagen da rückwärts präzise hinzufahren. Tja. Huch, was machst du denn? Solltest du in die andere Richtung fahren? So. So. Jetzt fahre ich noch einmal auf und ab. Und dann gucke ich wieder bei der WGA. So. Na, er ist ja hier relativ schnell unterwegs mit 19 Stundenkilometer. Da kann man echt nicht meckern. So, gleich gehen wir noch mal gucken. Oh, und ich mache mal hier ein Foto fürs Familienalbum.
Denn es ist ja eher selten, dass ich Heu mache. Ich denke mal, da sollte ich auch echt hier den ganzen Bereich rund ums Feld auch auf der anderen Seite ordentlich zu Heu machen, damit sich das dann lohnt und für ein paar Tage reicht. Gut. BGA besuchen. Und tut ihr noch... Oh, es läuft noch. Super. Das läuft noch eine ganze Weile. Okay, dann will ich euch nicht weiter stören. Ah, alles anschalten. So, ich bin echt schon gespannt, ob das Förderband bis ganz hinten reicht oder ob ich dann vielleicht noch ein zusätzliches kaufen muss. Ich wollte schon sagen, morgen eins zusätzliches kaufen muss. Aber ich hätte ja genug Geld, um auch heute noch eins zu kaufen. Aber das werde ich dann gleich sehen. So. Hier müsste ich dann auch ein Stück von dem Hang zu abgraben, damit es das ebene Stück für das Feld breiter ist. Das kann auch recht teuer werden. Aber so ein bisschen Rand bleibt dann natürlich trotzdem noch übrig. Das ist aber was anderes als hier so ein super breites Randstück, wo ich jedes Mal noch ein bis zwei Stunden am Randstück mähe. So. Naja, das ist wohl übertrieben. Aber es dauert schon immer eine ganze Weile, noch den Rand abzumähen. Und ich guck noch mal bei der BGA. Läuft immer noch gut. Weiter geht's. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, wenn ich hier das Stück zum Feld mache, wenn die Büsche weg sind. Die stören zwar eigentlich nicht beim Mähen, aber man hat so einen schlechten Überblick irgendwie.
Und ich nehme an, dass die automatisch verschwinden, wenn ich da mit dem Flug drüber gehe. Ich glaube, ich habe jetzt in LS19 noch gar kein Feld durch Pflügen erstellt. Das letzte war im LS17. So. Okay. Und hier seht ihr bestimmt auch, dass da so, ja, so zwei rote Nasen reinragen sozusagen. Die muss ich dann wegmachen. Also vielleicht nicht komplett wegmachen, aber verkleinern, damit die ebene Fläche größer wird. Da gewinne ich dann bestimmt mindestens zwei Reihen oder so. So. Nochmal BGA gucken. Wow, das läuft richtig gut. Oder läuft es? Ja, jetzt hat es aufgehört. Oder? Ah nee, ich bin einfach weiter weggegangen. Es läuft immer noch. Vielleicht läuft das ja doch nur, wenn ich da bin. Und sobald ich weg bin, hört es auf. Das würde erklären, warum es so lange läuft. Aber das wäre dann natürlich auch blöd, wenn man dann die ganze Zeit hier dabei hocken muss. Ich guck mal, welche Zahl es hat. Oh, warum läuft hier nichts? Da läuft noch was rein. Es zählt auch noch hoch. Langsam. Nee, es zählt runter. Es zählt runter. Es sieht nur so aus, als würde es noch laufen. So, wo ist das Problem, Leute? Ich glaube, da in der Mitte ist das Problem. Gut, dann steige ich mal hier in dieses ein. Ach, jetzt geht's plötzlich. Na toll. Aber es kriegt von vorne nichts mehr geliefert. Jetzt kriegt's wieder von vorne geliefert. Ja, Leute, Leute. So. Dieses Ding hier einsteigen. So wird das nix. Okay. Jetzt geht's, glaube ich, wieder weiter. Und dann flitze ich mal vor zu der Anzeige. Läuft hier was? Ja, da läuft was. Gut. Also, wir haben gleich haben wir 100.000. Das kann ich mir merken. Und jetzt. Jetzt hat es wieder aufgehört.
Ja, jetzt wird's wieder weniger. Klasse. Vielleicht muss ich die doch koppeln, damit das zuverlässig läuft. Also, einsteigen, koppeln. Und nochmal koppeln. Na, jetzt sind sie immerhin richtig verbunden. Dann wird das Nachjustieren aber noch sehr viel schwieriger. Man müsste dann praktisch nach vorne gehen können zu dem Kleinen und mit dem die anderen ziehen. Aber das kriegt man irgendwie nicht. Man kann, so viel ich das verstanden habe, nur dann mit dem Hintersten schieben. Oder alle wieder abkoppeln. So, jetzt steige ich mal aus. Oh ja, deutlich über 100. So, und jetzt fahren wir hier eine Runde und dann gucke ich, ob es da drüben mehr geworden ist oder ob es gestoppt hat. Vielleicht fragen sich manche von euch, wie komme ich auf 100.000 Füllstand bei der BGA? Die hatte ja nur 50.000 Kapazität. Das habe ich in der XML-Datei geändert. Weil das war mir zu nervig, dass ich dann, wenn ich da 50.000 reingefüllt habe, einen halben Tag warten musste, um dann wieder nachzufüllen und noch mehr Theater. Und das Theater, was ich damit habe, reicht mir schon. Ja, und darum habe ich das einfach hochgesetzt auf 500.000. Nee, ja, 500.000, genau. Ich habe einfach eine Null dazu gepackt. Und jetzt fasst die BGA ausreichend Material. Aber möglicherweise muss ich die Gärreste auch mal hochsetzen. Beziehungsweise immer fleißig abtransportieren. Und verbrauchen. Man müsste die auch verkaufen können. Aber ich wüsste nicht wo. Also nehmen wir die zum Düngen. Und wenn das Feld immer fleißig mit Gärresten gedüngt ist, dann müsste da schon noch mehr Ausbeute rauskommen, denke ich. So, jetzt gehen wir gleich noch mal gucken. Dass das mit diesen Förderbändern so ein Theater ist, das hatte ich irgendwie nicht erwartet. Es ist mehr geworden. Deutlich mehr. Okay, es läuft also auch, wenn ich weg bin. Jetzt gucken wir mal, ob es wirklich gerade noch läuft. Vorhin hatten wir ja da eine optische Täuschung. Die haben wir jetzt auch wieder. Es wird auch weniger. Okay. Gut, dann muss ich jetzt wohl das allgemeine Abkoppelgeschäft machen. So. 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 Abkoppeln. Abkoppeln. Jetzt hat es wieder dran gekoppelt. Na toll.
Abkoppeln. Okay. Jetzt sollte ich das hier erstmal wegfahren. Okay. Also man kann sie nicht alle auseinanderkoppeln, weil dann wollen sie sich wieder ankoppeln. Muss man erstmal hier wegfahren. So. Und jetzt fahre ich das hier mittendrauf. In der Hoffnung, dass es dann die letzte Einstellung ist. Weil man muss ja auch immer ein bisschen zurückfahren. Okay. So. Und jetzt habe ich das letzte aktiv. Ich guck mal, ob ich damit steuern kann. Ja. Es geht so halbwegs. Okay. Das ist jetzt natürlich zu weit. Mal gucken, wie kann ich denn das hier noch ausfahren? So. Oh, das geht schon noch ein Stückchen. Aber ob das bis dahinter reicht, das wage ich zu bezweifeln. Vor allem so mit dem Winkel. Hm. Und so geht abkoppeln nicht. Also koppel ich erstmal das ab. Gut. Steige aus, renne dahin. Und ich glaube, ich muss noch eins nachkaufen. So. Tja. Wenn ich jetzt das besser lenken könnte, würde es vielleicht gerade so reichen. Ich probier's mal. So, na, es muss rückwärts sein. Rückwärts. So. Ja, es ist zu weit auseinander. Nützt alles nichts. Mal gucken. Das würde jetzt reichen, aber hier der Abstand zwischen den ist einfach zu groß. Okay. Dann fahre ich die jetzt erstmal wieder so, dass es gerade noch mal geht und kaufe dann noch ein Verbindungsstück. So, ich sitze jetzt in dem drin. So. Ups. Ja, so wird das nix. So. Rückwärts. Will nicht rückwärts fahren, das Ding. So, jetzt, ja. Okay, gut. So. Eieieiei, ist das ein bockiges Ding. So. Ja, so müsste es eigentlich gehen.
Gucken wir mal, ob es wieder transportiert. Ja. Dann kann ich ja mal aussteigen. Okay. Ja, und ich schnapp mir jetzt mal meinen Fiat, weil der andere Trecker hier so schön eingeschnallt ist mit seinen Gerätschaften. Obwohl, nee, der Fiat, der fährt so langsam zum Shop. Das wäre ein Albtraum. Ja, die Folge ist auch schon wieder 35 Minuten lang. Ich denke, ich mache das mal so. Ich fahre jetzt, mach mit der Folge Schluss. Dann fahre ich mit dem Valtra zum Shop, hole noch ein Förderbandmittelstück und erledige die Arbeit mit dem Förderband. Und dann sollte ich auch das Gras einsammeln für den neuen Silo und das Heu machen. Ich denke mal, davon haben wir von allem schon genug gesehen, jetzt hier in den Folgen. Und die nächste Folge beginnt dann, wenn ich bereit bin, das neue Feld zu machen. Weil das ist ja interessant. So, das ist ja auch eine besondere Aktion. Und alles andere mache ich dann jetzt sozusagen im Rahmen von Hausaufgaben, ohne Kamera. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!